Und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play I Wanna Be the Guy. Chick, chick, Woohoo! chick, 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 hier ist Daniel. Was geht ab? Wie gerissen. Hast du gesehen, wo der Abgrund war? Da musst du links unten gegenspringen. Siehst du da, wo das Wasser ist? Das links so. Ja, so ich weiß. Gelb. Ich hab's gesehen. Was ist denn Scheiß? Ich steck wieder fest. Ist hier voll der Glitch. Warum kann Dream ich weiß auch, auch nicht. Ich muss. Okay. Wie steckst du so? Nö, ich will nach unten. Ne, geht nicht. Ich muss da auf dieses dem auf diesem Ding stehen bleiben. Au. Au. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es liegt wohl daran, dass ich nicht stehe. Nein, doch nicht. Oder machst einfach nur. No. Mach wahrscheinlich nur Zufall, oder? Irgendwie habe ich das Gefühl so. Nein, doch nicht. Ist doch echt, ey, das ist voll schwer, Mann. Aber wenigstens hast du einen relativ fairen Spawnpunkt. Also. Alter. Fest. Du hast am Efeu festgegangen, den der Pedobär vorher eingeschmiert hat. Meinst du, der Pedobär fährt das auf? Ah, genau. Nein, der fährt es nicht. Mit was für einer Geschwindigkeit man sich dann da an diesem Wasser langhangeln muss, wie übertrieben ist das bitte? Vor allem, wenn ich mal diesen Sprung schaffen würde. Ja, also meinst du, der Pedobär ist ausnahmsweise mal nicht dafür verantwortlich, was hier gerade geschieht? Nein, das ist das Spiel. So wie bei den Bildern und... den Sofas. Nee. Oder die Dings, die so manipuliert ist. Sollte vielleicht auf dem Ding da stehen der bleiben. Pedobär muss ja auch nicht mal seine Finger in. Ja! Nein! Ich bin auf dem Ding gelandet und dann bin ich wieder ja, gestorben. Ah, die Stelle da oben, die muss Stelle, die ist immer so scheiße. Oh, er hat mich wieder reingeglitscht. Hier, wenn ich hier so. Hier, zack. Ich bin jetzt nicht mehr da reingeglitscht. Oh. Nein. Fast geschafft. Hey, wenn ich da hinkomme und da hinschieße, dann. Ja, ja. Wollte ich auch gerade sagen. Ist aber richtig schwer. Ja. Komm schon. Komm schon, schieß. Nein. Ja, du hast nicht getroffen. Ich muss da sogar auf dem Ding stehen, um das treffen zu können, ansonsten geht es nicht. Alter, wie böse. So. So. Ja. Gott sei Dank. Alter, die Stacheln. Oh. Das war gemein. Das war bestimmt der Pedobär, der hat da drunter so einen Sprengsatz installiert unter diesen Stacheln. Wie soll genau in dem Moment, wo du drüber fährst, zündet der. Warte mal, hä? Es dreht sich. Okay, so machen wir das. Oh, Alter, wo bin ich jetzt? What the fuck? Was ist irgendwie die unendliche Dimension? Ich sollte vielleicht auf den Wagen warten. So. Den Wagen hier. Einmal hier, einmal hier. Ich bin schon wieder in die Unendlichkeit geflogen. Ich bin viel zu schnell wahrscheinlich. So, warten. So, hops, hops, hops. Oh, oh. Nein! Niemals! Ah, oh, er wird immer schneller. Na, du warst glaube ich fast da. Aber ich hab's fast geschafft sogar. Es gibt. Au. Verdammt. Jetzt. Dieser letzte Stachel, der von Pedobär nochmal. Ich wusste, irgendwo mischt er sich ein. Auch wenn der Rest. Ja! Komm du. Hier 2500 Kilometer. Ja. Slow down, 1000 Kilometer. Alter! Oh. Fall ich runter? Fall ich runter? Irgendwas Fieses passiert doch! Irgendwas Fieses passiert doch! Oh, nee. Hab's geschafft. Ich hätte dem Spiel jetzt zugetraut, dass irgendwas total Fieses passiert. Hier sind wir. Hier sind wir. Und was jetzt kommt? What? Neuer Boss! Ah, Devil Dragon, nein, aus Mega Man. Halt, Smoke, Grievous. Ich habe alle diese Trottel hinter mir gelassen und jahrelang den Weg zu Patzes Castle gesucht, damit ich Erbe werden konnte. Und du hältst mich jetzt nicht auf. Doch, werde ich. Nein, wirst du nicht. Ich werde der neue Patze. Dafür bin ich zu weit gekommen. Sollen wir den noch machen? Ich weiß nicht.
Ich komm drauf an, wie schwer der ist. Das geht. Ich probier. Wir haben nur 5 Minuten, also komm. Ja, dann probier nochmal ein, zweimal und dann. Nee, nicht ein, zweimal. Wir haben nur 5 Minuten aufgenommen. Ich bis. Achso, ich dachte nur 5 Minuten. Okay, dann machst du wenigstens, erhöhst wenigstens noch auf 10 oder 12 oder. Schaffen wir. Oh Gott. Na, DuckTales Musik. Hallo. Aber wenigstens hast du beim Kampf auch DuckTales? Nein, das ist auch Mega Man Musik. Na schade. Diese schöne Bosskampf. Aber ist auch ganz schön, muss ich sagen. Und als Grievous den Weg hinter sich gebracht hatte zu Patzes Castle. Stirb, Drabble! Da stellte sich immer ein anderer in den Weg, der auch Patze werden wollte und der. Warte mal. Alpha. Wow. Hab ich die Death Splatter reduced? Ja, hab ich. Und der schon so weit kam wie er. Ja. Wir haben schon mehr als die Hälfte des Spiels fertig. Muss man ja sagen. Ja. Dass wir schon beim Devil Dragon sind, hätte ich nicht gedacht. Und das nur in 17 Parts, 16, keine Ahnung. Ups. Nichts mich runtergefallen. Upsi dupsi. Uiuiui. Hallo. Vor allem der Mond kommt einfach so und dann kommt er. Das weiß irgendwie schon, gar keinen Sinn. Was der Scheiß mit dem Mond soll, das ist total unnötig. Ja. Einfach so. Vor allem auch, du gehst an dieser Säule vorbei und das Gebirge im Hintergrund verschwindet einfach. Mhm. Entweder gehst du einen riesigen schwarzen Raum rein oder der Drache saugt einfach alles auf. Kann auch sein. So. Hallo. Wie geht's dir, Devil? Er sieht so süß aus. Wieso heißt der Devil Dragon? Ich weiß auch nicht, eigentlich müsste er rot sein, oder nicht? Beispielsweise. Oh. Oh. Okay, jetzt macht er das hier. Er teilt sich auf in komische Käferchen. Ich dachte gerade. Oh, das war knapp. Alter. Nein, ich muss da wieder drüber springen. Okay, ich weiß, wie ich es mache. Oh. Hallo. It's the Moon Dragon. Gott. Der Moon Dragon? Ja, Devil Dragon. So heißt er zumindest. Oh, I call him. Das ist Patze. Frühere Form. Das ist Patze. Nein, das ist auch einer von den Konkurrenten von dir. Natürlich. Nur der hat im Gegensatz zu dir, zu den anderen Typen, genauso viel gemacht wie du und ist mittlerweile auch schon so weit. Na, er ist der Typ, der. Genauso jetzt, wie. Und jetzt kurz vor dem Finale treffen sich Grievous und er nochmal zum entscheidenden Schlagabtausch, wer denn jetzt gegen Patze antreten darf, um seinen Nachfolger zu werden. Oh, das war knapp. Gut geschafft. Okay, und jetzt? Also. Oh! War knapp. Den auszuweichen ist eigentlich gar nicht so schwer. Blöd ist nur, das was er danach macht, ist richtig nervig. Und genau das hier. Ich weiß nicht, wie ich das machen muss. Okay, ich hab's geschafft. Nee, hör auf. Nein, ich will das selbst machen. Ja, nö, ich lese nichts vor. Ich will nur gucken. Bei dem gibt's eh nichts. Okay. Bei dem gibt's nur eine Strategie, aber willst du wenigstens wissen, wie viel HP er hat, oder? Von mir aus. Ah, fuck! Ich darf doch nicht springen. Okay. Also du musst ihn 10-mal treffen, dann macht er seine erste Wandlung quasi. Mhm. Dann musst du ihn beim zweiten Mal 15-mal treffen. Mhm. Und beim dritten Mal musst du ihn 25-mal treffen, damit er stirbt. Insgesamt sind es 50 Health Points. Okay. Oh. Ich frag mich, was das hier am Anfang soll. Das ist. Es ist eine Anspielung auf Mega Man. Ah, okay. Da gab's auch eine Stelle. Die bei dem Kampf da war. Mit seinem Schwanz alles wegdrückt und. Oh! Oh! Das war ganz schön knapp. Komm her. Okay. Denke ich, habe ihn schon oft öfter als sonst was getroffen. Hat der eigentlich irgendwie mechanische Beine oder was ist das? Oh, ich bin zerschellt. Ich weiß es nicht. Sieht so aus, aber ich frag mich, wie er mit seinen winzigen Flügelchen fliegen kann. Schau dir die mal an. Oh, Tatsache. Die sind ja so groß wie die von einem Helikopter. Ja. Verrückt.
Der Typ sieht einfach so, sowas denn überhaupt nicht fies aus. Ja, er sieht irgendwie voll nett aus, aber er ist fies. Also wenn er jetzt nicht so böse gucken würde, dann könnte es auch von netter Drache sein. Ja, Tabaluga. Hey, aber Tabaluga war komplett grün. Und er hat blaue Knie. Oder so. Genau. Kann ich irgendwie... Nee, das ist keine Intro-Sequenz, oder? Nee, ist es nicht. Ja, die, ja gut, die ist ja auch nicht so lang. Nicht so schlimm wie eigentlich bei, so gesehen zum Kampf, ne? Ja. Weil der Mond ja vom Himmel fällt, weil das unbedingt sein musste, dass natürlich. Der Mond... Wahrscheinlich eigentlich nur, um Aufmerksamkeit zu erregen. Ja. Auf einmal, stell mal vor, der Drache kommt nur so rein. Hä, was war? Okay. Kann ihn auch nur treffen, wenn er seinen Mund öffnet, während er diese Flammen macht. Ach so. Ja. Sonst wäre es ja viel zu einfach. Okay. Na 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 na. Vor allem, er bleibt einfach stehen, Kid. Wieso rennst du nicht einfach weiter? Ja. Und vor allen Dingen... Der Mond, ja? Ja. Ist ja schön, dass die den näher an den Bildschirm ranholen. Ich will aber nicht wissen, wie oft der Mond schon hier runtergefallen ist. Ja, das auch. Das ist das dritte Mal jetzt schon. Wenn man den Pappmond vom Pedobär dazu zählt. Mhm. Hier mit dem Mond hatte der Pedobär ja nichts zu tun. Das war ja der Drache. Aber... Komm, spuck endlich. Oh shit. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, die könnten dann die Textur von dem Mond auch ruhig ein bisschen schärfer machen, wenn sie ihn okay, schon... Okay, ich will mal sehen, wie er das macht. Ich mach das einfach mal so. Oh Gott. Okay, ich hab's geschafft. Oh Gott. Hör auf, den Mond zu spielen, kleines Vieh. Du kennst ja noch nicht den Übergang von der zweiten in die dritte Phase, das wird ja, doch, ja. Ich hab's in Erinnerung, was passiert. Oh Gott. Oh shit. Okay, ich habe ihn getroffen, so oft wie es ging. So, einmal er macht es so. Gott. Genau. So. Okay. Oh! Jetzt. Ich habe so wenig Spielraum, das ist halt es. Ich habe nur die vier Blöcke hier. Aufpassen. Oh, die sind viel schneller geworden. Du musst den jetzt noch 25 Mal treffen. Okay. Komm schon. Ficker. Meine Mutter saugt. Ja. Sie sehen dich rollen, sie hegen Groll. Ja. Okay. Achso. Moment. Achso, der wechselt nochmal. Okay. So, ich weiß jetzt, was passiert. Er wird jetzt richtig wütend und stürmt auf mich zu. Komm her! Hallo? Wo ist er denn? Da ist er. Oh, shit. Ort! Ach du Kacke. So, aber es ist das letzte. Nein! Er wäre gestorben, aber er war viel zu schnell für mich. Ich muss schneller reagieren. Claudio, nein! Weißt du, wie knapp das war? Warte. Ich hab ihn. Ha! Hä? Ich hab's geschafft. Da er sich in dem Dings hier, ich werde sofort ins Sky Castle geporten, sobald er das macht hier. Was, wenn jetzt ein bisschen zurückgeht? Das heißt, ich bin. Und? Ja! Haha! Ich hab's geschafft! Offiziell! Fickt euch! What the fuck? Ja, okay, du musst ja dieses Mal nichts einsammeln, stimmt. Richtig. Ja. Nun. Das ist eines der schwersten Dings, die es gibt. Du bist also hier. Ich bin jetzt im The Entrance of the Guy. Schön, ne? Hat er schön eingerichtet. Patz hat Sinn für Kunst oder so. Was ja, weiß ich. Total. Aber nur Backsteinwände, Löcher drin und noch Feuerflammen, die sich irgendwie selbst auflösen. Ja. Was total logisch ist. Komm schon, mach doch. Jetzt sind wir. So. Okay. Ich war viel zu eilig. So. Ist nicht mehr. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es jetzt so passiert, dass ich hier runterfalle.
So, okay. Dass ich jetzt noch Devil Drain geschafft habe, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das noch. Das ist cool. Wie viele Minuten haben wir denn jetzt? Wir haben 15. Oh ja. Ungefähr. Passt doch. Kann man ja nochmal gucken, ob man vielleicht noch einen Screen schafft oder so. Natürlich, den schaffen wir. Ist ja nur die Entrance of the Guy. Das ist ja nicht. Ist denn nur der eine Raum die Entrance oder was? Alter. Oh. Ich darf nicht nach vorne drücken. Ups. Warte mal, sobald ich hier auf dem Boden sogar Fallschaden nehme ich. So. Bestimmt ist der Pedobär auch hier irgendwo. Da bei diesen schwarzen Löchern habe ich irgendwie das Gefühl. Ja, für die Flammen ist der Pedobär nicht verantwortlich, aber er ist auch irgendwo. So. Weil, du weißt ja, er kann dich nicht leiden. Alter, das ist richtig fies. Alter. Er kann Grievous nicht leiden, nicht mich. Ja, okay, ja, Grievous kann er nicht leiden. So, passt doch. Ey, Moment, warum hast du die Schleife wieder? Ich hab keine Ahnung! What the fuck, ich hab die Schleife einfach wieder. Für den Teil hatte ich sie irgendwie nicht. So. So. Ich zerschell wieder daran. Das Feuer ist einfach so mächtig, es zerfetzt mich einfach. Also ich verbrenne dich mal daran, nee. Ich berühre es und zerfetze. Was soll das? Weil, ja, das liegt an den Glasknochen, Mann. Die werden erhitzt, platzen und platzen tausend. Ja, okay, das ist, ja. Ja, das ist eindeutig. Das macht so viel Sinn. Naja, aus meiner Logik her würde es so wirklich Sinn machen, aber... Wow. Siehst du das? Das hier? Und da kommt eine Flamme aus der Flamme raus. Ja, gemein. Stimmt. Oh Gott, der war knapp. Dieser Sprung. So. Okay, pass auf die Flamme auf der Flamme auf. Yeah. Ja. Geschafft. Alter, alles voll mit Flammen hier. Was hat Patze denn gemacht? Wieso so viele Flammen? Er ist richtig wütend. Alles muss brennen. Patze, no. Ah, ja. Ich dachte gerade, hier ist auf einmal gar nichts mehr. Aber da platzt hier irgend so ein Glas und das denkt sich so. Da ist bestimmt der Pedobär drin, ich sehe ihn jetzt schon. Okay, dann Flamme einfach von der Decke. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Vor allem, weil da gar kein mehr dran war. Frag Patze, Mann. Ja, Patze, was soll das? Weil hier für die Sachen, die hier in dem Castle installiert wurden, oh Gott, ist eigentlich nicht mehr der Pedobär. Oh Gott. Ich vertraue dem nicht. Da ist bestimmt ein Pedobär-Hand. Ah! Oh, da ist er wieder! Guck ihn dir an! Ja. Oh. Ich Idiot. Du wurdest von Pedobär gefressen. Ich gefressen. Dabei hast du so weit. Ich wusste, dass da ein Pedobär. Ich hatte so ein Pedobär in Erinnerung. Irgendwo war der. Ja, er muss ja nochmal irgendwas machen, wenn er ja, toll hier platzieren kann, weil das Patzer alles macht, dann muss er wenigstens nochmal seinen Auftritt haben hier. Ja. Wieso mach ich das? Wieso bin ich gehüpft? Ich weiß. Tut mir leid. Oho. Oho. Oh. Oh, was war das? Jetzt krieg ich das nicht mehr hin. Ich glaube nicht, dass du es jetzt First Try schaffst, wieder direkt. Doch. Weil das war schon krass. Eigentlich. Der Screen ist nicht so schwer, es kommen noch schwerere. Wirklich leider. Moment, das heißt, Lord Gaben hat uns wieder neue Cells geschickt, oder? Tatsächlich. Weiß es nicht. Aha. Tja. Warhammer Franchise, was ist denn da so im Angebot? Aha, geschafft. Komm schon, muss ich doch irgendwie erwischen. Ja, erwischt. Au. Wie soll ich das denn? Wollen die mich verarschen? Ach ja. Ach nee, da ist eine Plattform, die habe ich erst nicht gesehen. Ist hier auch schon das neue Warhammer von Total War, ist das hier auch dabei? Oder gibt's das noch nicht auf Steam als Vorbestell? Oder ist es gar nicht im Sale? Moment. Warhammer. Total. Ich muss es richtig abteilen. Total War Warhammer. Nee, das ist leider nicht im Sale. Ah, das ist gemein.
Na komm. Okay, ich muss. Oh, das Game kostet so, jetzt. Euro, jetzt Alter. Ach, zu hoch. Jetzt kommt am 28. April raus. Oh, verrückt. Jetzt aber. Ja. Gib mir Bescheid. Alter, das tötet mich selbst, wenn. Okay, ich darf da nicht mal drauf gehen. Alter, ist das. Oh, warte, du hast ja schon das Screen geschafft. Ist mir gar nicht aufgefallen. Sag doch was. Okay, hast du das Screen geschafft. Weil ich gerade auf Total War geguckt habe. Alter. Ja, tut mir leid, Lord Game hat mich wieder abgelenkt. Macht nicht. Ich lass mich von Lord Game so oft ab. Das ist ein bisschen am Pedobär vorbeigekommen, aber ich hab so die Angst, dass da oben auch ein Pedobär sein könnte. Kann vielleicht sein. Wer weiß. Wer weiß das schon. So, jetzt aber. Nein, doch nicht. Ich hab's versagt. Kannst du dir das so vorstellen, dass hinter dieser Wand oder hinter dieser Backsteinwand wirklich so Gerüste stehen, die an diesen Löchern vorbeiführen? Das heißt, theoretisch gesehen könnte der Pedobär aus jedem Loch rausgreifen, wenn er das wollte. Aber der Pedobär ist zu cool, um aus jedem Loch rauszugreifen. Deswegen sucht er sich nur welche aus, um dich noch wahnsinniger zu machen. Nö. Ja. Ach, Gott, fast geschafft. Ja. Alter. Ich weiß nicht, ob ich das noch machen möchte. Was, das hier? Den Screen? Ja, vielleicht lasse ich das noch für heute. Wie viel haben wir? Wir haben 21. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Oh, ich probiere es jetzt noch dreimal, wenn ich es nicht schaffe, dann. Okay, erster Versuch. So. Zweiter Versuch. Oh, dritter Versuch. Oh, komm, ein Bonusversuch. Oh, von mir, wie großzügig. Oh, noch ein Bonusversuch. Oh, nein. Oh, letzter Versuch. Okay. Vielen Dank fürs Zusehen und Dankeschön und leck mich doch, ich bin fertig. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.